Griechenland droht nun endgültig im politischen und wirtschaftlichen Chaos zu versinken. Seit heute versucht sich nun auch der dritte Kandidat mit dem ehemaligen Finanzminister Venizelos an der Regierungsbildung, doch Beobachter bezweifeln, dass ihm gelingen sollte, was seinen Vorgängern nicht gelang. Genau darüber will ich heute sprechen mit Michael Bloss, Finanzexperte und EIFD-Direktor. Herr Bloss, muss man nicht eigentlich sagen, dass das Dilemma für Griechenland im Augenblick eigentlich gar nicht zu lösen ist? Einerseits will man die Radikalen nicht in der Regierung haben, andererseits schlittert Griechenland in eine Regierungskrise, verliert Zeit, die eigentlich Griechenland gar nicht hat. Griechenland ist im Augenblick unregierbar. Das muss man einfach so sehen. Und das war wohl der Willen des Volkes. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Aber im Augenblick haben wir halt einfach eine Unregierbarkeit in dieser Hinsicht geschaffen. Und das wird meiner Ansicht nach definitiv in Neuwahlen enden. Das Problem ist, umso öfter sie wählen, umso stärker werden die Ränder. Das heißt, sie werden zwangsläufig rechts und links stärker werden, die Mitte nimmt ab. Denn wäre die Mitte der Konsens, dann hätten sie es schon beim ersten Mal hingekriegt. Das ist relativ einfache Verteilungslehre. Also wir gehen im Augenblick davon aus, dass es mit Griechenland immer, immer schlimmer wird. Und das ist ja auch so ein bisschen ja, eine selbst vorhergesagte Prophezeiung ist, dass man sagt, okay, jetzt führt man das Land auch noch politisch intern so weit, dass es wirklich nur noch den Bruch gibt, dass alles andere nicht mehr hilft. Weder in Griechenland noch bei den europäischen Partnern ist ein Euro-Austritt ein Tabu. Tritt Griechenland aus dem Euro aus? Naja, der Tabu, der ist nicht da, das ist wahr. Ich meine, hätte man das gewollt, hätte man das auch schon vor 1,5, 2 Jahren haben können und zwar deutlich preiswerter. Das muss man einfach auch mal in den Raum stellen. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, jetzt lassen wir die Griechen aus dem Euro austreten, die führen die Drachme wieder ein. An diesem Tag wird die Drachme, also wenn sie zum ersten Mal gehandelt wird, drastisch gegenüber dem Euro verlieren. Sie wird drastisch abwerten. Die Schulden Griechenlands bleiben aber in Euro. Sprich, wie wollen die diese jemals bezahlen? Wir werden also mit dem reinen Austritt Griechenlands keine Lösung schaffen. Wir werden wahrscheinlich eher hergehen müssen und sagen, okay, ihr tretet aus, ihr führt die Drachme wieder ein und wir erlassen euch nochmal 50% der noch bestehenden Schulden oder ähnliches. Ohne diesen Schuldenschnitt, einen erneuten Schuldenschnitt oder eine erneute Subventionszahlung wird es nicht gehen. Also so einfach schwarz und weiß, jetzt lassen wir sie austreten und dann ist das Thema gut, wird es nicht funktionieren. Sind die zahlreichen Forderungen, die jetzt wieder aufkommen nach einem Austritt Griechenlands, nicht mehr als reiner Populismus? Doch, natürlich, das ist Politik, das ist immer so. Ja, immer wenn man nicht mehr weiß, wie es weitergeht, dann brüllt man nach einem starken Mann, nach einem Austritt, nach einem sonstigen Thema immer in einer Extreme. Und Extreme sind immer nicht gut, das wissen wir, historisch ist das begründet. Also von dem her, ich glaube, Griechenland ist im Augenblick wirklich ein Pulverfass für die gesamte Europäische Union. Denn scheitert der Währungspakt, scheitert der Euro, scheitert auch ein gewisser Teil der europäischen Einigung, dann fehlen einfach Stockwerke im Haus Europas, um in diesem Bild zu bleiben. Und dann wird es doch ganz schnell wackelig. Immer prekärer wird währenddessen auch die Lage in Spanien. Heute hat Madrid das viertgrößte Bankhaus übernommen. Insbesondere der Finanzsektor ist in Spanien sehr, sehr, sehr unter Druck. Und ist es eigentlich längst keine Frage mehr, ob Spanien unter den Rettungsschirm schlüpfen wird, sondern nur noch eine Frage des Wann? Ja, Spanien wird wahrscheinlich als nächstes kommen. Da kann man sagen, da haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, auch wenn wir das natürlich jetzt noch nicht wissen. Die sagen ja nicht, ja, hurra, hier sind wir und wir wollen da jetzt drunter. Aber auch wenn man sich die CDS-Raten anguckt, wenn man sich anschaut, was der Markt spielt, dann reflektiert das doch sehr, sehr stark, zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Im Endeffekt werden wir es greifen können. Im Endeffekt wird man es bezahlen können am Anfang. Die Frage ist, welches Signal senden wir? Kommt dann Italien als nächstes? Kommt dann Portugal als nächstes? Also dieses ganze Klumpenrisiko, das hier aufgebaut wird, ist einfach zu groß. Und es wird am Endeffekt dann auch in einer so einer Spirale enden, wo wir uns die Frage stellen müssen, ist der Euro als Konstrukt so wirklich haltbar? Und kann Deutschland das eigentlich alles bezahlen? Weil wenn wir auch mal ehrlich sind, es besteht ja nur die Chance, dass Deutschland sagt, wir decken das Thema ab. Und auch wenn man sich hier mal die CDS-Raten der Deutschen anguckt, dann merkt man ganz schnell, da geht es nicht um die Bonitätsverschlechterung von Deutschland, da geht es lediglich darum, Deutschland wird es alleine nicht retten können und das ist natürlich auch ein Thema, dass man diesem in Anführungszeichen doch relativ kleinen Land auch nicht aufbürden kann. Zur aktuellen Situation in Griechenland und Spanien, Michael Bloss, Finanzexperte und EIFD-Direktor, vielen Dank.